Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Es ist ein bisschen laut, weil ich brate. Brate heute die Beläsche. Und die Beläsche werden mit Gefierteig, kann man die machen. Und ich habe ein sehr altes Video, wo ich das mache mit Gefierteig. Aber größtenteils macht man das mit einem Hefeteig. Und jetzt die Tage beim Sortieren meiner Rezepte, habe ich ein sehr altes Rezept noch von UdSSR gefunden in meine Schnippelchen. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, es ist Geschmack von meiner Kindheit. Das muss ich wieder mal nachpacken. Und das habe ich gemacht. Es wird gefüllt, ja, Teigtasche gefüllt mit Hack, wie es das sehr viele Sachen in der russischen Küche. Und so sieht es aus. Wenn ihr aufschneidet, so ein flüssiger Teig, richtig schönen, weicher Teig, Füllung, richtig viel Füllung und er ist so saftig. Und am besten die gleich warm essen, genießen. Es schmeckt sehr lecker und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß und danach einen guten Appetit. Zuerst bereiten wir den Hefeteig. Ich habe das Mehl schon durchgesiebt, gebe gleich in die Maschine. Aber diesen Teig kann man auch ganz einfach mit der Hand machen. Nur ich habe heute eine größere Portion und mache mit 750 Gramm Mehl. Und dann können wir einfach alles schon reingeben. Trockene Hefe, Zucker, Salz, Ei, weiche Butter, ist wirklich richtig schön weich. Dann hier habe ich 150 ml Milch mit 300 ml Wasser, warme Wasser gemischt. Geben wir auch dazu. Und dann kommt noch ein Geheimingredient. Es ist ein Esslöffel Mayonnaise. Er wird sagen, warum das heißt, weiß ich selber nicht. Wir haben aber früher zu Hefeteig gerne gegeben Mayonnaise. Und Mayonnaise kann man natürlich mit dem Schmand auch ersetzen. Aber Mayonnaise wahrscheinlich durch seine etwas Säuerliches gibt dem Teig so einen Schwung oder Leichtigkeit, weiß ich nicht. Es steht einfach in meinem alten Rezept, so mache ich jetzt auch so. So, und dann werden wir unseren Teig richtig gut verkneten. Erstmal auf die langsame Stufe, dass es alles sich gut vermischt und dann auf die schnellste Stufe, bis das der Teig richtig schön glatt wird. Zwischendurch anhalten und alles schön von der Schüssel runter machen. Das alles wird gut verknetet. Der Teig sieht auch schon gut aus. Noch ein bisschen. So, das reicht schon. Schaut ihr, es geht gut schon ab von den Knetehaken, aber ist sehr klebrig. Holen wir es mal raus. Geben wir auf den Tisch ein bisschen Mehl und holen unseren Teig da drauf. Wir brauchen vielleicht nur wirklich so ein, zwei Esslöffel, mehr nicht. Und machen wir ihn einfach zusammen. Schaut ihr, was für so ein schöner, weicher, fluffiger Teig haben wir bekommen. So, seht ihr, brauchen wir gar nichts, ganze Mehl. Es sieht schon wunderbar. Sehr, sehr weich, schaut ihr. Richtig weich. So, jetzt in diese Schüssel geben wir ein bisschen Öl. Ich habe mich hier vorbereitet, so 40 ml. Welche werde ich dann verbrauchen, bei der Lasche zubereiten. Und jetzt ein bisschen Teig kneten. So, geben wir unseren Teig da rein und lassen wir ihn
30 Minuten aufgehen, egal wie hoch es kommt. Dann werden wir es runterkneten und nochmal 30 Minuten stehen und nochmal runterkneten. Wir müssen zweimal runterkneten und dann aufgehen lassen und dann nur werden wir backen. Und ich kenne von früher, wir haben Hefeteig immer zwei, dreimal runtergekneten und nochmal ihn aufgehen lassen, bevor wir überhaupt was gebacken. Heutzutage macht man immer nur einmal und fertig. Aber ihr werdet sehen, dieser Unterschied von dem fertigen Produkt. Das Gepäck wird wunderbar fluffig wie eine Wolke. So, Decken zu und stellen wir in die warme Stelle zum Aufgehen und zweimal runterkneten. So, liebe Freunde, und jetzt machen wir noch auch Füllung. Ich habe hier gehacktes halb-halb genommen und macht man so 1:2. Wenn wir nehmen zum Beispiel 500 Gramm gehacktes, dann 250 Gramm Zwiebeln. Kann man sogar auch 1:1 nehmen, 500 und 500. So, jetzt würzen wir das alles noch. Und von der Würze brauchen wir nicht viel. Wir brauchen nur Salz und Pfeffer eigentlich, mehr nicht. Und werden wir jetzt erstmal alles gut kneten. Ich habe die Handschuhe angezogen, weil ich habe mich an Finger geschnitten, dass mir es nicht in die Wunde reinkommt. Und es ist auch nicht schön, wenn es das mit dem Essen zu tun. Der Hack soll richtig so fluffig sein. Nicht so fest. Zum Beispiel jetzt ist es noch fest. Es kann man oder noch mehr Zwiebel dazu geben oder einfach Wasser. Wasser nehme ich, warme Wasser. Nicht heiße, sondern so angenehm warm. Und geben wir so viel, dass es richtig so fluffig wird. Und bei jedem wird es anderes sein, weil jeder nimmt irgendwelche andere Hackfleisch oder andere Qualität und dann ist es schon unterschiedlich. Also richtig schön weich sein. Gebe ganze Kaffeetasse Wasser rein. Natürlich die Füllung probieren und nach Geschmack nachwürzen. So, unsere Füllung ist fertig. Schaut ihr, wie so schön weich ist der. Richtig schön weich. So, jetzt warten wir auf unseren Teig und dann können wir schon alles fertig machen. So, mittlerweile ist jetzt 1,5 Stunden vergangen. Und zweimal, jeweils nach 30 Minuten, habe ich den Teig runtergeknetet. So, jetzt holen wir ihn raus, gebe Öl auf den Tisch. Wir müssen jetzt den Teig nicht mehr kneten. Nur einfach so ein bisschen lang machen. Und arbeiten dann mehr mit Öl als mit Mehl und werden wir dann Teig aufteilen. Aufteilen könnt ihr nach Belieben. Wie groß möchtet ihr das haben? Mache mir jetzt noch ein paar. Mache die gleich zu so einem Kugelchen und legen wir auf den so einen beölten Tisch. So, es sind 17 Stück, habe ich rausbekommen. Decke mir die Folie zu und noch gebe auch ein Küchentuch drauf und lasse für 10 Minuten ruhen. So, 10 Minuten sind ruhig und wir können weitermachen. Nehmen wir einfach uns eins und immer mit dem Öl arbeiten. Und drehen wir ihn um, weil hier ist das so eine glatte Oberfläche. Einfach mit dem Finger nur ein bisschen so rund drücken und dann geben wir schon unsere vorbereitete Füllung, richtig schöne großzügige Esslöffel. Es muss viel Füllung sein, wir wollen was schmecken. Und dann fängt ihr einfach von Rand und zieht ihr nach oben und kneift so ein bisschen, dass es mal so zusammenkommt. Die Original-Beläsche haben ein Loch. Wenn ihr das nicht wollt, weil das muss man danach
braten erstmal auf diese Seite und dann umdrehen auf die andere Seite. Kann man auch geschlossen die machen. Besonders wenn man so mit Öl arbeitet, versucht das immer aufzugehen wieder. Und legen wir wieder auf diese beölte Platz. Nochmal umdrehen, etwas flach drücken, ordentlich füllen drauf machen. Und dann könnt ihr auch gleich zumachen, wenn ihr das wollt. Zum Rund und dann hier wie eine kleine Knolle zumachen. Danach ein bisschen so lang machen und wenn es ein bisschen aufgeht, absolut nicht schlimm. Kann man auch so machen. So, erstmal machen wir die alle fertig und lassen wir die auch wieder 10 Minuten aufgehen. In dieser Zeit können wir auch schon Fett auf den Herd stellen zum heiß werden, weil das wird alles frittiert. Der Teig ist so elastisch, er zieht sich so gut. Es ist einfach gut mit dem zu arbeiten. Und ein bisschen dann Öl auch, immer wieder. Braucht man nur Finger drauf tippen und dann ist schon reicht. So, die machen wir auch ein bisschen zu, wie es möglich. So habe ich jetzt die alle fertig gemacht. Jetzt decke ich die wieder zu und lasse so für ungefähr 10 Minuten, 8 oder 10 Minuten aufgehen, bis das sozusagen unser Fett, was wir auf den Herd gestellt haben, heiß wird. Und dann können wir die schon ausbacken. Ich habe jetzt auf den Herd so ein Töpfchen hingestellt und ungefähr so fast, glaube ich, 2 cm Öl reingemacht. Ich nehme dieses Öl, Bratöl. Und lasse jetzt die heiß werden. Die Belasche müssen wir aber dann auf so eine mittlere Hitze braten, dass die sozusagen innen auch durch werden, nicht gleich auf volle Feuer. So, das Fett ist jetzt heiß, das sieht man auch an Stäbchen. Ich mache jetzt mein Herd auf etwas höher als mittler, dass es nicht so schnell geht. Und dann geht es los. Wir nehmen unser Belasch, Pirozhok, und legen wir mit dem zugeklebten Seite nach unten. Mit dieser Seite nach unten. Und es ist nicht schlimm, wenn die, da ist ein Loch. Es sollte eigentlich so sein. So, genug Fett, dass ihr könnt schön schwimmen. Und sollte von jeder Seite so 4 bis 5 Minuten, aber 4 Minuten braten. Deswegen geht um das, dass es nicht zu schnell wird gebraten und nicht zu heiß. Dass denn gehacktes auch innen drin wird fertig. Jetzt erstmal auf eine Seite. Schaut ihr, wie gehen die auf. Es kommt richtige schöne Blasen. Der Teig wird so fluffig. Und braten wir erstmal auf eine Seite 4 Minuten. So, 4 Minuten sind vergangen. Jetzt werden wir unsere die Lasche umdrehen. Schaut, die sind doch goldig. Voll ausreichend. Und werden weitere 4 Minuten auf die andere Seite braten. So, 4 Minuten Ruhe. Holen wir die jetzt raus. Hole ich raus auf so ein Tablett mit Küchentuchpapier belegt, dass der überschüssige Fett kann ablaufen. Und dann gehen die jetzt die nächste und immer mit geklebter Seite nach unten. So, meine lieben Freunde, für heute sind wir mal schon fertig. Schaut, was für so eine leckere Sachen haben wir gemacht. Meine Kinder und Enkelkinder werden begeistert. Das Oma hat wieder was Russisches gekocht. Und einen werden wir jetzt nochmal aufmachen. Den muss man natürlich erstmal jetzt in eine Schüssel geben und alle so erstmal so ruhen lassen, bevor man die aufschneidet. Aber ich möchte gerne euch jetzt zeigen, wie es aussieht. Und deswegen nehmen wir jetzt ein raus. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie saftig ist das. Wow! Ist doch lecker.
Und der Teig ist gar nicht so dick und ist so weich, richtig fluffig. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Danach natürlich einen guten Appetit, gute Gelingen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach unten in die Kommentare. Ich werde es alles beantworten. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!